Servus und schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich bin mal wieder unterwegs, ein bisschen wandern. Und ihr könnt mich heute mal wieder begleiten auf meiner kurzen Feierabendrunde eigentlich. Wird nicht allzu groß, aber wir haben ein paar Sachen, die wir uns angucken können. Ich wandere nämlich heute zu den Resten einer V1-Abschussrampe. Die ist hier im Wald. Da erzähle ich gleich noch was zu. Die schauen wir uns mal an, da war schon ewig nicht mehr. Und einen Geocache, den mache ich heute auch noch. Aber jetzt muss ich erstmal hier den Weg finden im Wald. Ist gar nicht so cool. Sieht so aus, als hätte hier jemand mal ein Lager aufgeschlagen. Aber alles liegen lassen. Das war schon ein paar Tage her. Mit Moos bewuchert. Und ich hoffe, dass ich den Weg ganz gut finde jetzt. War mich, wie gesagt, schon länger nicht mehr dort, aber in meiner Erinnerung ging da ganz guten Weg eigentlich lang. Man konnte auch noch was erkennen. Es ist nicht allzu viel zu sehen. Also jetzt will ich da keine Hoffnung schüren, dass man da jetzt richtig krass was sieht. Aber man kann so ein paar Fundamente und sowas sehen. Und ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich hoffe, man sieht das noch, weil ich habe gelesen, dass einige Fundamente wohl im Laufe der Zeit sogar im Morast versunken sind. Aber damals, wo ich da war, schon ein paar Jahre jetzt wieder her, da konnte man noch einiges sehen. Zu dieser V1-Stellung, wo wir jetzt hinwandern, das ist eine von mehreren, die hier in der Region gebaut wurden. Das war so um die Zeit 1944, ich glaube Herbst, wo die Soldaten schon am Zurückziehen waren aus der Eifel und hier so zurückkamen. Da fing man an, hier so in der Gegend um Siegburg rum so Stellungen aufzubauen. Diese Stellung hier auf jeden Fall, die war nie in Betrieb. Die ist gebaut worden, aber man hat sich dann am Ende dafür entschieden, die nicht in Betrieb zu nehmen, weil hier eine Hauptstraße lang geht, die B56, die ging auch damals schon hier lang. Und die war sehr wichtig für den Nachschub und die hätte immer gesperrt werden müssen, wenn man die Rampe halt in Betrieb genommen hätte. Und das wollte man vermeiden, deswegen hat man die letztendlich nicht in Betrieb genommen und nur angefangen zu bauen. Warum man sich da vorher keinen Kopf, keine Planung drüber gemacht hat, lässt sich so eigentlich nicht nachvollziehen. So, jetzt müssen wir orientieren. Hier gibt es jede Menge Wegmöglichkeiten. Ich glaube, wenn ich hier links gehe, das ist ganz gut. Recht junger Baumbestand. Das sieht man ja, das ist alles dünne, kleine Bäumchen in der Mehrzahl. Keine alten Bäume. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das hier forstwirtschaftlich immer so betrieben wurde, aus dem Krieg noch zusammenhängt. Müsste ja eigentlich damals, zumindest wenn wir gleich da zu diesem Bereich kommen, abgeholzt gewesen sein. Sonst hätten die ja gar nicht starten können. Von daher gehe ich mal davon aus, dass man aber auch exzessive Forstwirtschaft hier einfach betreibt oder betrieben hat und deswegen eigentlich wenig alte Bäume gibt. Also ab und zu steht mal ein älteres, größeres Exemplar drinnen, aber richtig alt sind die auch nicht. Da hinten haben wir noch ein älteres Kaliber, ich glaube eine Eiche ist das. So, ich glaube, wenn wir geradeaus wandern, ist das ganz gut. Vielleicht noch so ein bisschen zu der V1 zu erzählen. Das V, das bedeutet ja Vergeltungswaffe. Das war ja die erste, die so präsentiert wurde damals im Nazi-Deutschland. Und die den vermeintlichen Sieg am Ende noch bringen sollte, um die Bevölkerung weiter auf den Endkampf einzustimmen, was aber völliger Schwachsinn war. Und wenn man sich da mal ein bisschen auseinandersetzt, relativ wirkungslos diese V1 war, für den Aufwand allein, der dafür betrieben wurde, wie viele Blindgänger es gab in dem Sinne, also die abgestürzt sind, das war ja der erste Marschflugkörper, kann man sagen. Dann war sie sehr zielungenau und selbst wenn sie geflogen ist, war sie ein sehr leichtes Ziel, um von den Alliierten vom Himmel geholt zu werden. Von daher war sie in ihrem Wirkungsgrad, in ihrer Zielgenauigkeit einfach sehr gering, also sehr, sehr schwach für den Aufwand, den man da betrieben hat. Bekannter ist ja eigentlich die V2, diese Rakete, die sieht man ja öfter mal in Reportagen oder so. Die haben ja auch die Amis dann später mitgenommen, auch für ihre Entwicklung der Raketen maßgeblich genutzt. Und die ist bekannter und die war auch mit Sicherheit wirkungsvoller und schlagkräftiger. Weiß da auch eigentlich jede Menge
wie soll ich das sagen, Blindgänger gab, so, die Ziele nicht erreicht haben oder vorher abgestürzt sind. Ja, von daher war die vermeintliche Vergeltungs- oder Wunderwaffe eigentlich eher ein Blindgänger. Aber man wollte halt die Soldaten und die Bevölkerung weiter einheizen, durchzuhalten, Gas zu geben und ja, hat so durch noch mehr Menschenleben einfach sinnlos vergeudet. Aber das ist die Geschichte. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera jetzt so gut rüberkommt. Hier ist so ein Erdloch, Erdhügel. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Granat- oder Bombentrichter. Wird das aber sehr wahrscheinlich nicht sein. Ich guck mal, ob wir jetzt in der Nähe sind. Ich habe es noch nicht gesehen, ist ja nicht ausgeschildert, aber ich habe das gelesen, dass diese Löcher, die hier gemacht worden sind, dass das wohl Löschwassergruben waren, die für diese V1 gebaut wurden. Deswegen gehe ich noch stark davon aus, dass das tatsächlich nicht von irgendeiner Bombardierung und Kampfhandlung stammt. Kampfhandlungen sind zumindest an diesem Ort nicht bekannt, da habe ich nichts drüber gelesen. Aber das heißt natürlich nicht, dass hier nicht was passiert ist. Ich glaube, dass das hier so langsam ist. Geht mal weiter. Die Ecke war ich schon richtig. Also man sieht hier diese Fundamente, Betonfundamente. Und das zieht sich ja hier so lang. Ist leider natürlich löst sich das hier im Laufe der Jahrzehnte auf. Aber man kann das ja ahnen, wo das lang geht. Und wenn ich das so richtig gelesen habe, was verstanden habe, dann war das hier diese Startbahn, wo hätte die V1 starten sollen. Also man sieht, das ist ein ganz schön langes Betonfundament hier. Und hier sind auch überall diese Trichter. Und die müssten, also wenn es jemand besser weiß, dann korrigiert er mich bitte gerne in den Kommentaren. Wenn ich das gelesen habe, müsste das wirklich ein Löschwasser sein. Die sind hier überall. Da ist auch noch ein relativ großer Trichter hier, hier. Ja. Und hier hinten, wenn mich nicht alles täuscht, wäre die von hier aus gestartet. Also hier wäre die Feuerleitstelle gewesen. Also man hätte das wohl hier abgefeuert und die wäre hier lang gestartet. Aber das habe ich nie so gelesen und hoffentlich richtig verstanden. Hier sieht man auch noch so einen Betonquader. Ich kann nicht genau sagen, wofür der gebaut worden wäre, aber es ist ja auch nicht fertig gebaut worden. Und von diesen Quadern sind wohl einige hier in dem Morast auch schon versunken. Also wenn man da mal ein bisschen recherchiert, die Anlagen sind eigentlich relativ groß gewesen, wenn die fertig gebaut waren. Und so ein Betonklotz. Und hier hinten auch noch weitere Fragmente, Betonklötze. Ja, das ist schon ein relativ großes Areal hier mitten im Wald. Die Bäume müssen ja dann zum damaligen Zeitpunkt weg gewesen sein. Weil die konnte man ja einfach nicht lassen, auch wenn sie gut für die Tarnung gewesen wären. Aber die Marschflugkörper, die ja auch so Flügel hatten, die hätten ja nicht hier ausstarten können. Das wäre unmöglich gewesen. Ja, und so hat man das hier gebaut. Aber es war wie gesagt nie im Einsatz. Vielleicht auch gut, hat hier der unmittelbaren Bevölkerung Bombardierungen erspart. Wobei hier das Siegburger Bereich schon gut bombardiert wurde, weil es verschiedene Werke gab. Und da hinten beginnt auch schon der Friedwald. Man sieht das hier an den Bäumen, die diese Bänder haben, wenn ihr das seht. Da beginnt der Friedwald. Also die kommen jetzt ran hier bis an die V1-Abschlussrampe hier mittlerweile. Wobei ich gehe mal stark davon aus, dass sie jetzt hier keine weiteren Bäume für den Friedwald nutzen werden. Könnt ihr mal hinten das andere Loch anschauen. Das ist schon recht groß. Also ich will mich nicht täuschen, vielleicht ist das hier wirklich doch was bombardiert worden oder eine Granate irgendwo eingeschlagen, ich weiß es nicht. Eine Bombe ist schon ein recht großer Krater hier. Falls das jemand genauer weiß,
der aus der Umgebung kommt, bitte gerne Infos dazu. Ich werde zu der V1 noch einen Wikipedia-Artikel verlinken, wen das näher interessiert. Ich kann in der Beschreibung auch nachgucken und werde ich das mal durchlesen. Ist eigentlich ganz spannend, wenn man sich ein bisschen für Technik und so interessiert. Gut, ich marschiere jetzt mal noch weiter und suche mal noch den Geocache des heutigen Tages. Ich finde es eigentlich ganz schade, dass es da zu diesem Ort keine Infoschilder, so Tafeln gibt, wo sich hier die Wanderer darüber informieren können. Weil ich finde auch dieser Teil der Geschichte, auch wenn er dunkler ist und schrecklicher, finde ich, sollte man sich doch schon darüber informieren, dass man auch so weiß, was hier so passiert ist. Also ich finde das eigentlich ganz schade, dass da nicht mehr Information betrieben wird. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das seht. Findet man, man sollte sowas ganz ausblenden und vergessen oder sollte man darüber informieren? Also ich bin so generell geschichtsinteressiert und finde das daher ganz interessant. Und ja, finde solche Orte mal spannend zu entdecken und man sollte es doch allen ermöglichen eigentlich. So, jetzt muss ich mal hier den Weg finden. Hier sind so viele Wanderwege wieder. Ich habe zwar jetzt die Geocaching-App, die mich hier so ein bisschen navigiert, aber ich schau mal, ich werde den Weg schon finden. Den Geocache, den ich jetzt noch suche, das ist ein ganz kleiner Mikro. In der Beschreibung stand, dass es hilfreich wäre, unter Umständen eine Pinzette dabei zu haben. Braucht man aber nicht. Ich vermute, dass das so ein ganz, ganz kleines magnetisches Döschen ist, wo ein ganz klein gerollter Zettel drin ist. Und dass man den besser mit der Pinzette rein und raus bekommt. Aber da das stand, dass das nicht zwingend erforderlich ist, habe ich jetzt gewagt, keine mitzunehmen. Ich hoffe, ich finde den gut und kann mich noch eintragen. Und dann geht es auch schon wieder in die andere Richtung, zurück zum Parkplatz. Mal schauen, wo das kleine Döschen sich versteckt. Man hört auch schon die Straße hinten. Haben wir so einen kleinen Bogen dann gegangen. Jetzt bin ich in der Zielgeraden angekommen. Hier muss der Cache irgendwo sein, aber ich habe ihn schon erspäht. Ja, das ist auffällig. Wirklich ganz kleiner Mikro. So eine kleine Pipette, so eine Art. Ja, so ein Behältnis ist das. Da holen wir den jetzt mal raus und dann loggen wir den und jetzt weiter. Den Geocache konnte ich jetzt problemlos loggen abschließen. Ihr habt gesehen, ich habe ihn gefunden. Das war auch ein ganz einfacher Geocache. Den musste ich nur anhand der Koordinaten suchen. Dann gab es einen Hinweis dazu. Aber da musste ich jetzt kein Rätsel oder sowas lösen. Und den konnte man jetzt recht gut finden, auch wenn die Koordinaten so ein bisschen hin und her gesprungen sind. Aber der Hinweis, den man dazu bekommen hat, der war recht hilfreich. Ja, jetzt geht's wieder zurück Richtung Parkplatz. Das ist jetzt hier ein anderer Weg. Ich mache jetzt einen kleinen Rundweg. Und muss jetzt hier ein ganzes Stück bergauf gehen. Und leider in der Nähe der Straße lang gehört es bestimmt. Habe ich nicht so gern. Ich hoffe, der Weg ist überhaupt richtig. Ah, coole Mountainbike-Strecke eigentlich hier. Müsste ich mal langfahren. Ja, ganz cool. Kennt ihr Geocaching eigentlich? Also, würde mich mal interessieren. Ich mache es eigentlich ganz gern. Zwar nicht mehr so intensiv, wie ich das früher mal gemacht habe. Aber versucht das immer noch so in Wandertouren und so einzubauen. Ich bin jetzt aus dem einen Teil des Waldes über die Straße hinübergegangen auf die andere Seite. Bevor ich das Video beende, wollte ich mal noch gerade hier durchgehen, weil ich gelesen habe, dass hier früher mal diese B56, die man da im Hintergrund hinter mir sieht, die früher mal hier durchgeführt hat und man die Straße umgelegt hat. Man hat die verlagert und den Teil der Straße, der durch den Wald ging, den hat man einfach mit Erde übergossen, also überschüttet. Und heute wächst der Wald drauf, aber man soll das an einigen Stellen noch sehen können. Und das wollte ich mal schauen, ob ich das finde. Viele dachten nämlich früher, das würde auch zu dieser V1-Startrampe dazu zählen.
aber gehört es nicht. Man hat das nur umgelagert, um die Strecke wohl zu entschärfen, dann eine Kurve rauszunehmen. Die Kurve muss wohl hier in diesen Wald reingeragt haben. Aber ich habe bisher noch nicht gefunden, wo das sein soll. Hier ist ein richtig schöner, dichter Tannenwald. Richtig schön, richtig toll. Wenn der Fahrzeuglärm nicht wäre, dann wäre das richtig toll, schön einsam. Ja. Ich schaue jetzt mal hier noch ein bisschen rum und wenn ich hier noch was Interessantes finde, dann zeige ich euch das noch. Vom dichten Tann stoße ich leider wieder auf so eine gerodete Lichtung. Bockenkäfer wieder zugeschlagen. Ja, leider nichts entdeckt, was auf diese ehemalige Straße hinweisen könnte. Ich weiß auch nicht, wie tief das da drunter liegt, aber es müssten schon mal Leute gesehen haben. Von daher, ja, ich werde vielleicht noch mal sondeln gehen hier irgendwann und dann finde ich vielleicht was. Jetzt nehme ich den Weg zurück. Und da ich jetzt auch ja fast zurück bin am Auto, verabschiede ich mich jetzt auch von euch und sage danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch ein wenig interessiert, was ich euch hier heute gezeigt habe bei dieser kleinen Wanderung. Klein, aber kurz. Ja, klein, aber kurz, genau. Klein, aber fein. Mir hat es gefallen. Eine schöne, schnelle Runde nach Feierabend. Ein bisschen Bewegung muss sein, ein bisschen Natur. Und ich hoffe, ja, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich werde mir einige Sachen überlegen, jetzt mal öfter wieder so Videos machen, Wanderungen, Geocaching. Ja, und habe noch einiges anderes geplant. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und vielleicht zeige ich euch demnächst mal meinen Wald, habe ich mir überlegt. Mal schauen, wie ich das mit was Schönem kombinieren kann. Und ja, wäre cool, wenn ihr dabei seid. Lasst ein Like, Abo da oder einen Kommentar. Bis bald.